Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SkyQuest. Wir gehen heute direkt rein und geben eine Quest ab. Wir haben gestern im Livestream die Chocolate Milk fertig gemacht. Claim Reward. Und damit haben wir den For the Hoarding Tab erst einmal fertig. 10 Quests in total. 10 Unlocked Quests. 10 Completed Quests. Also geil. Nice Geschichte. Was haben wir denn für eine Reward Bag? Eine Epic Reward Bag. Oh, eine Epic Reward Bag. Woo. Yeah. Okay. Also Müll. Das ist jetzt so richtiger Müll gewesen. So. Gut. Im Endeffekt müssen wir uns noch überlegen, was wir in Zukunft tun wollen, weil wir haben hier jetzt zum Beispiel nichts mehr, was wir abschließen können. Wir haben in Skyfarm etwas fertig gemacht und die Glyph of Bovine gebaut. Die können wir mal claimen, ebenfalls. Damit haben wir den Teil hier auch durch, soweit. Soweit, wie wir ihn machen können. Power Grid haben wir momentan noch nichts mehr freigeschalten. Mystical Blood ist, glaube ich, noch möglich, irgendwas freizuschalten. Das ist aber bei Louis' Werk. Genauso dasselbe bei Towncraft, Homology, wo wir eigentlich hier theoretisch ein bisschen was machen könnten. Was in Forbidden Magic reinreicht, was ja eigentlich bei Louis' Werk ist, aber zum Beispiel die Sinful Shards, dann Taint Shard zu machen. Moment. Taint. Oh, okay. Also der ist ja wirklich, Moment. Haben wir noch normale Slime Balls? Jellyfish. Fischies. Da. Erstmal ein Stack Slime Balls und dann machen wir uns mal solche Shards, die wir da potenziell brauchen. Die können wir dann auch gleich mal. Oh, wir haben noch eine. Greater Reward Back! Wow! Zwei Glowstones. Dinge, die man nicht braucht. Zwei Glowstones. Genau, und hier, genau, können wir damit das Tainted Soil machen. Oh, wo kriegen wir denn das Taint her überhaupt? Ich sehe gerade, das haben wir nicht. Das ist doof. Nur in Bewitched Fleeks bis jetzt, okay. Okay. Da haben wir das drin. Die Frage ist, wie stellen wir das her? Gucken wir mal kurz nach. Witching Gadgets. Da müsste das irgendwo bei sein, eigentlich. Hier. Ja, da brauche ich das Taint für. Das hatte ich doch gerade noch im Kopf. Das müsste das da sein, oder? Ja. Yarn. Yikes. Was ist denn Yarn? Ist das hier bei Spinning? Oh ja. Oh ja. Yarn ist einfach nur Strings. Golden Yarn ist mit Strings und Nuggets. Okay, wir nehmen mal Strings. Dann nehmen wir ein bisschen Gold mit. Golden Nuggets, um genau zu sein. Hallo, Golden Nuggets. Geht's euch gut? Ich hoffe doch. Es geht eigentlich von der Geschwindigkeit her. Auch wenn man da ein paar mehr machen könnte von. So. Dann können wir damit jetzt gleich das Yarn herstellen. Nicht das Yarn, das Zeug herstellen, was wir brauchen. So, genau. Sehr schön. Und wir brauchen hier auch noch Taumium Rods. Okay. Taumium Strings heißt das Ding. Bedeutet, wir brauchen noch Taumium Nuggets. Oh, dann nehmen wir gleich die mit. Sehr schön. So.
Und damit können wir jetzt das bauen, was wir brauchen. Wenn ich mich an das Rezept erinnern könnte. Oh. Okay. So, 4 weitere davon. Das dürfte uns reichen erstmal, wenn wir die jetzt wieder komplett verballern, dass wir hier ein Tainted Shard rausbekommen. Obwohl, wir brauchen 5 davon. Wie viel ist da drin? Jeweils 1. Das reicht also schon mal nicht. Also weiter springen. Ist es Spinnen, nicht Spinnen. Spinnen! So. Mal 2 davon noch mit. Sehr schön. Okay. 3, 4, 9. Das sind sehr schöne Fäden. Oh, wir brauchen mehr Goldfäden, sehe ich gerade. Machen wir mal ein paar Goldfäden. Ja, einen normalen Jarn könnten wir auch brauchen. Den können wir danach dann ja machen. Oh, wir haben noch Chaos. Und das da? Und das da? So. So. Wir brauchen ja genug von dem ganzen Zeug hier. Upsala. So, jetzt gehen uns die normalen Jahrens langsam aufs. Aber wir haben schon 5 davon, 4 davon. Jetzt kommt der 5. Los, wo bist du? Los. Los. Oh Menno. Bist du noch nicht an dem Punkt angekommen? Hallo, da ist es. Dankeschön. So. Taint Shard. Oh. Ich habe was Neues gefunden dadurch. Nice. Nicer, da ist er. Und was ist es? Wo ist es? A portal to another world. Das müssen wir uns auch irgendwann freischalten. Mittlerweile könnten wir ja übrigens Silverwood-Säpplinge machen. Dafür müssten wir halt erst Chimer Leaves machen, dafür brauchen wir Poppies. Das könnten wir übrigens noch in Angriff nehmen, dass wir die Poppy-Autoproduktion machen. Weil wir haben davon zu wenig. Autonomous Activator, einen. Export Bus, einen. Da ist der. So. Kabel. Was nehmen wir denn da am besten für Kabel? Ich würde mal sagen, wir nehmen da Black Cable. Genau. Und wir brauchen Dirt und Gras. Wir nehmen einfach Dirt mit. Der pflanzbare Dirt. Und haben dann Gras-Seeds hier. Warum haben wir nur so wenig Gras-Seeds? Wo kriegen wir die her? Aus Dirt-Seeding. Okay. Müssen wir mal eine Ladung Dirt sieben, damit wir mehr Gras-Seeds haben. Dann nehmen wir die nicht mit, sondern nehmen Grasblock. So. Dann brauche ich Plains. 6 Stück reichen mir. Wunderbar. So, und dann setzen wir das ganz kurz auf. So, wo ist das Black Cable gelegt? Da vorne, gell? Ja. Das ist aber auch hier vorne hingelegt, nach da hinten. Und dann können wir es hier unten theoretisch einfach hintun und machen. Nice!
So. Gras wachsen lassen. Ist ja auch so eine Sache, die man ganz gerne mal tut. So. Erstmal brauchen wir dann hier einen Bass, der hier hinführt. Das bedeutet, wir brauchen einmal einen Dirt Block hier, wir brauchen einen Autonomous Activator hier, der muss nachher noch in die andere Richtung, ist klar. Und wir könnten eigentlich ganz kurz die Zeit nehmen, das so zu machen, damit wir die Planes da hinsetzen können. So. Und schon fertig damit, was das anging. Supergeil. Genau. Ich habe keinen Hammer draußen, das gibt's aber gar nicht. Jetzt Hammer-Time, Leute. Los, dahin, dahin, da. Du warst richtig, da, genau. So, die Configuration ist einfach. Von hinten Input. Ah, wir könnten eigentlich auch von der Seite einen Input machen. Da ist der Input, den ich brauche. So. Dann das dahin. So, und das Ganze jetzt nur noch so verbinden. Er braucht noch Strom, bedeutet wir brauchen einen Tesseract und Bone Meal. Hui. Und Bone Meal. Und wir sollten noch einen Level-Limiter nehmen. Und eine Poppy dann mitnehmen. Poppy. Poppy. Level. Wir sollten mal wieder die Prozessoren auf Autocrafting vorbereiten ein bisschen, damit wir mehr Prozessoren zur Verfügung haben. Oh, stimmt, ich habe ja noch Glas und Enderium beauftragt. Der versucht gerade Silikon zu machen da unten, aber kann es nicht, weil da noch Glas drin ist. Genau. Level-Emitter ist gleich fertig, genau. Kabel haben wir noch genug, wunderbar. Also, haben wir jetzt alles da. Da unten drunter war's. Hoi! Die Dinger funktionieren ja übrigens jetzt so, dass wenn man jetzt was setzt, theoretisch das sofort ins System importiert wird. Das ist auch gut so, das finde ich nice. So, dann brauche ich etwas, das in diese Richtung zeigt, genau. Wenn Poppies drin sind an der Zahl 5000, dann bitte Redstone-Signal ausgeben. So, solange das Redstone-Signal low ist, dann kannst du Party machen solange. So, da kommen die Acceleration-Cards, nicht die Poppies, die Bone-Meals rein. Und jetzt werden hier sehr schnell gerade die Bone-Meal-Sachen verteilt. Aber wir brauchen noch den Strom dafür. Hauptstrom. So. Jetzt die Frage, ob unsere Poppies schon steigen oder nicht. Also unsere Seeds dürften steigen. Jetzt ist die Frage, Poppies. Ah, eine haben wir schon gekriegt. Jetzt haben wir sie auf 21, genau. Aber ich glaube, 5000 ist weit zu viel. Auch wenn wir davon ein paar brauchen, machen wir mal 400. 400 oder 1000? 1000. So. 1000 reicht uns ja. Wir wollen ja nicht, dass unser Bone Meal ausgeht. Warte mal, wie viele Bones haben wir eigentlich noch an und für sich? Ich glaube, unser Bone Meal ist gar nicht in der Chance auszugehen. Wenn ich jetzt mal gucke, Bones, oh ja, 400.000. Das sind auch nochmal 1,2 Millionen Bone Meal. Okay. Gut, bedeutet, wir sind jetzt mit Schwerpunkt auf Poppies unterwegs. Hier hatte sich jemand in den Kommentaren Gedanken gemacht, ob ich den Import-Bus hier unten wegen dem Ding vergessen habe. Das ist aber nicht der Fall. Wir importieren jetzt aus den Kisten hier direkt raus. Bedeutet, da ist schon mal Entwarnung gegeben, das funktioniert alles wunderbar. Und auch viel besser seitdem, weil wir eben keine Überbleibsel mehr haben dürften, sagte er und fand welche. Ja, das ist, weil man davon nur 4 Stück braucht. Hm.
Haben wir dafür Platz theoretisch noch für einen zweiten Importpass? Ja, hier. Der mit ein paar Acceleration Cards extra nur die zwei Sachen rausziehen sollte. Naja, aber selbst wenn, also im Endeffekt Amber Blocks und Certus Quartz Blöcke können wir auch aus der Kiste einfach exportieren lassen, weil die können wir ja direkt hier wieder endcraften. Die sind ja wirklich nix, was man nicht entcraften könnte. Gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute ist es mal eine normal lange Folge. Wir haben auf jeden Fall mal den Vorarbeit gelegt. Jetzt müssen wir bald auf die Silverwood Trees aufgehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es war trotzdem ein bisschen Technik mit dabei. Hui! Also da hinten, hinter mir, unter mir, da war Technik dabei. Gut. Ich sag noch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Denkt dran. Habt einen schönen Tag und ich sage Ciao. Bis morgen.